Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Es gibt doch noch gute Nachrichten in dieser so krisengeschüttelten Zeit. Gute Nachrichten für alle bürgerschaftlich engagierten Menschen im Freistaat. Bald kommt die GEMA Flatrate fürs Bayerische Ehrenamt. Ab dann übernimmt der Freistaat die GEMA-Gebühren für eure Musikfeste. Voraussetzung ist, dass ihr dafür keinen Eintritt nehmt. Wie es dazu gekommen ist? Nun, Anmeldung und Abrechnung von Musikveranstaltungen mit der GEMA sind uns von Ehrenamtlern immer wieder als besonders aufwendig und belastend geschildert worden. Deshalb hat unsere Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein 3 Jahre lang mit der Rechtsverwertungsgesellschaft verhandelt und auf eine unbürokratische Lösung gedrängt. Das Ergebnis wird ein Pauschalvertrag zwischen GEMA und Freistaat Bayern sein. Ein Riesenerfolg aber für uns und vor allem aber für euch. Schon bald sind ehrenamtliche Tätigkeiten und gemeinnützige Vereine in Bayern berechtigt, Musikveranstaltungen ohne Zahlung von GEMA-Gebühren durchzuführen. Unsere Bayern-Koalition lässt sich das allein in diesem Jahr rund 1,3 Millionen Euro kosten. Das ist uns die weitere Stärkung des Bayerischen Ehrenamts wert. Ich danke unserer Ehrenamtsbeauftragten Eva Gottstein sehr herzlich für ihr unermüdliches Wirken. Welch ein großartiges Ergebnis. Doch nirgendwo in Deutschland engagieren sich so viele Menschen uneigennützig wie bei uns, rund 5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, fast jeder Zweite. Und so überrascht es nicht, dass uns in diesen Tagen sehr viele Fragen erreichen. Wo muss ich mich registrieren, um nicht mehr an die GEMA zahlen zu müssen? Heißt es da? Oder wie lange gilt diese Regelung? Hier bitte ich euch noch um ein wenig Geduld, weil wir den Durchbruch mit der GEMA erst vor kurzem erzielt haben. Alle Antworten findet ihr demnächst auf unserer Homepage www.fw-landtag.de. Bitte sagt es gerne auch euren Freunden und Verwandten. Bald startet die GEMA Flatrate fürs Bayerische Ehrenamt. Dank der Freien Wähler. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.